So, hier haben wir jetzt kurz eine Vorstellung von der Himalend DN35. Kleine Lampe mit sehr, sehr viel Reichweite. Hier einen sehr fokussierten Leuchtstrahl. Kurz schnell zum Lieferumfang zuerst. Wir haben die Lampe selber plus ein Gürtelholster. Und das hier schnell so kurz auf, dann sieht man das etwas besser. Ist sehr widerstandsfähig. Praktisch hier mit dem Schnellverschluss so. Zusätzlich haben wir Ersatzohrringe, Bedienungsanleitung. Und der Akku ist hier auch im Lieferumfang bei dieser Lampe. Was wir noch separat haben müssen, ist einfach ein USB-Kabel, das ist so nicht inklusive, damit wir die Lampe hier direkt an dem Micro-USB-Eingang aufladen können. Ist ein ganz normaler Micro-USB-Eingang. Wir können auch so ein gewöhnliches USB-Kabel verwenden und die Lampe somit unterwegs im Fahrzeug oder auch im Laptop je nachdem aufladen oder eine Powerbank. Wenn wir die Lampe frisch auspacken, dann ist jeweils wichtig, dass wir die kurz aufschrauben. Es hat also eine kleine Plastikabdeckung hier im Akku, damit man die Lampe dann nicht versehentlich einschalten kann. Also die kurz zuerst entfernen, weil sonst gibt es keinen Kontakt. Akku haben wir hier, der Typ hier, 26650 Grösse. Hier schon sehr viel Kapazität. Dann wichtig, immer komplett zuschrauben bis Anschlag. Bedienbar ist sie mit zwei Knöpfen. Ihr könnt sie mit dem linken Knopf einen Knopfdruck machen und seht dann die Akkuspannung. 4,11 Volt. Wenn wir länger drauf bleiben auf dem linken, dann können wir direkt in Turbo-Modus, können also nachher 2200 Lumen. Wir müssen den Knopf so behalten, also drückt halten, sobald wir loslassen. Wird's, Maus bleibt nachher auf dem Stang. Wichtig hier, sobald wir die Lampe wieder abschalten, den Turbo-Modus kann man aktivieren. Wenn man aber nur kurzzeitig drauf bleibt, wieder loslässt, geht sie retour, schaltet sich aus. Es braucht also, bin mir sicher, über 3 Sekunden. Genau, bis es dann fixiert bleibt und dann wirklich auf konstant auf 2200 Lumen leuchtet. Einfach, was man sicher muss beachten muss, ist, sie wird überhitzen nach kurzer Zeit. Das ist noch so etwas anderes. Also man könnte dann nicht erwarten, dass man eine halbe Stunde lang voll auf dieser Leistung zünden kann. Also es wird nach ein paar Minuten überhitzen. Mit dem rechten Knopf können wir hier Low-Modus, 20 Lumen und dann hoch, 450 Gang ab 1000 und geht dann wieder auf 20. Einfach wenn wir wirklich den Turbo-Modus mehr brauchen, dann müssen wir auf dem linken Knopf hier konstant drauf bleiben, damit das so aktiviert wird. Abstellen wieder hier auf dem rechten, längs drauf bleiben. Was man jetzt auch noch sieht, ist mit dem Akkustang,